Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Shiro 3. Ja, wer die letzten Parts gesehen hat, wird relativ schnell merken, dass das nicht unser Let's Play Charakter ist, sondern mein Farmer. Aber ich denke mal, das stört jetzt nicht weiter, weil ich habe mir gedacht, momentan ist immer noch das Valentins-Event, das geht heute bis 23.59 Uhr. Und wenn man sich meine Rosen- und Schokoladendinge anguckt, merkt man, da fehlt noch ein bisschen was. Deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich kein Part aufnehmen, bevor ich die zusammen habe, aber es kam schon in den letzten 4 Tage keiner, weil ich auch nicht immer Zeit hatte zum Spielen. Und ja, ist halt alles ein bisschen doof gelaufen im Endeffekt. Ganz kurz mal das ganze Zeug aufheben. Ich sortiere es gleich im Ausweg, den nächsten Stein mache. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich hier am Farmen bin normalerweise. Leider, ich will immer noch dieses, keine Ahnung, was es eigentlich genau ist, dieses Itemshop-Pferdeviech. Weil es einfach 350 AD dazu bringt. Und das bei jedem Schlag macht das natürlich dann doch schon ein bisschen schneller. Dann gucken wir das hier alles an ist. Und ja, hier sieht man auch die ganzen FPS, die ich noch habe. Hier habe ich vorhin Kampfrausch-FPS getauscht gegen Hinterhalt und Blitzangriff. Im Endeffekt habe ich natürlich bei dem Trade einen Verlust gemacht, was mich aber in dem Moment nicht interessiert, weil ich habe Kampfrausch eh soweit, werde keinen zweiten Körperkrieger machen und würde die eh nur verkaufen. Und warum soll ich die ja nicht gegen irgendwas tauschen, was ich eh brauche? Und ja, deswegen ist da momentan dieser eine freie Platz auf der zweiten Seite. Und wer sich fragt, warum ich nur so wenig Ton und alles habe, hier auf Seite 3, kann ich euch gleich ganz kurz zeigen, warum es so wenige sind. Auch die Energiesplitter und alles. Ist natürlich doof, weil mein Charakter noch Level 35 ist, droppe ich natürlich auch die noch die ganze Zeit, aber ich will ihn nicht höher machen. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich kann mir ganz kurz hier zeigen. Zack, einmal ins Inventar und da sieht man hier schon Energiesplitter, die Truhen und so ein Zeug. Abbruch, nein. Ich meine, kein Wort nicht ändern. Ich glaube, ich sterbe hier. Irgendwas läuft da gerade doof bei dem Stein. Ja, manchmal hat man das, manchmal macht man zwei auf einmal, ohne zu sterben. Manchmal schafft man nicht mal einen. Das ist irgendwie, ist halt zufällig. Ja. Falls ihr Aura-FBs braucht, ich habe momentan 15 Stück, schreibt mich einfach mal irgendwie in-game oder schreibt einfach einen Kommentar unter das Video, weil ich kann euch die irgendwie billig verkaufen oder ähnliches. Oder ihr tauscht die gegen irgendein Ninja-Zeug oder irgendwas in die Richtung. So viel habe ich ja jetzt auch nicht, aber sowas, denke ich, wäre ganz gut vorstellbar für Leute, die das eh brauchen. Warum ist der schon wieder weg? Warum verschwindet das Äffchen ständig? Es verschwindet von alleine und das pisst mich an. Kann sein, dass immer, wenn ich da draufklicke, irgendwie. Ja, das kann sein. Ja, ich glaube, jetzt sind die beiden Dinger hinten ausgelaufen. Das kam mir jetzt von den Schlägen so vor. Nö. Ach, läuft gerade einfach nicht. Die erkennt man vielleicht. Das sind die, die ich eigentlich auf den Ninja drauf habe. Die habe ich jetzt aber einfach mal hier rüber geholt. Weil ich möchte mir natürlich einerseits die Stärke plus 12 nicht entgehen lassen. Da ist ganz gut nochmal auf Aura was draufbringt. Und auch die 1650 TP nicht, weil die können mir schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet haben. Ich hatte, glaube ich, ja mit minus 20.000 oder so angefangen, nachdem ich Aura auf P gemacht hatte und habe jetzt 4.200. Läuft auf jeden Fall. Aber ich muss auf jeden Fall heute noch, erstmal die Zitronen aufsammeln, 200 davon und 200 davon zusammenkriegen, die dann auf den Ninja tun. Und dann kann ich da aufnehmen, wenn ich das da aktiviere bei dieser Event-Manager-Typ hin, da keine Ahnung, was die genau ist. Ja, weil ich möchte natürlich den schnell leveln können und 80% stark gegen Monster bringt mir natürlich dann ganz gut was. Also kann ich vielleicht ein bisschen schneller da irgendwas weghauen. Und ja, hier sind gerade eh keine Steine mehr da. Ansonsten, ich habe ja jetzt bald 1,3 Milliarden auf dem Account hier. Ja, 10 Stück von Rosen oder auch Schokoladen kosten halt einfach fucking 200 Millionen. Jetzt kriege ich die nicht mehr verkauft. Das heißt, die Dinger würden einfach bis nächstes Jahr vergammeln. Wer weiß, ob der Server nächstes Jahr überhaupt noch da ist. Also, ja, es ist ein bisschen kacke. Ich weiß, die grünen und leeren Pots aktiviere ich gerade viel zu oft. Ist mir einfach egal. Ja, deswegen, ich muss die irgendwie zusammenkriegen und aktivieren. Ich kann ja theoretisch maximal 60, ja. 60 Stück kaufen. Und das wird ganz schön knapp.
Also ich muss auf jeden Fall noch welche bekommen. Und dann, ich glaube, das hatte ich gar nicht mehr gesagt, oder? Ich hatte dann nochmal gefragt in der Community und dann habe ich auch nämlich nochmal im Forum nachgelesen. Dieser Bonus hält 7 Tage. Permanent. Das heißt, nichts mit, ich bin online, dann läuft der oder ich muss es aktivieren, dann läuft es. Nein, das ist ein permanenter Bonus, 7 Tage lang. Danach läuft er ab und ist weg. Aber ich denke, in 7 Tagen kann man trotzdem ganz gut dann was erreichen, farmtechnisch gesehen. Dass man sich da ein bisschen was hochlevelt. Ich denke, so Level 80 ist da drin. Also klar, du kannst theoretisch Level 80 an einem Tag machen. Ist hier auf dem Server kein Problem. Es gab ja selbst Leute, die haben irgendwie Level 60 oder so am ersten Tag erreicht, als auf DE sogar ein Server umgegangen ist. Ja, das ist jetzt nicht das große Problem, aber ich nehme halt meistens dabei auf und muss dann aufnehmen, wenn ich. Muss dann auch spielen, wenn ich nicht aufnehme, da teilweise. Und da muss ich dann ein bisschen drauf achten. Ne? Ja, meine Energie später. Da habe ich gesehen, die braucht man später auch noch teilweise zum Upen und Ähnlichen. Und da die jetzt gar nicht mal so billig sind, also ich glaube so 200 Stück gehen. Ups. 200 Stück gehen locker für. Was ist denn hier für? Also ich glaube, mittlerweile sind es nur noch so 35 bis 40 Millionen. Ich hatte es aber auch schon, nämlich zu Beginn relativ da für 60 Millionen oder sowas gesehen. 65, 45 bis 60 Millionen. Und das kann man sich dann doch mal geben. Also entweder man verkauft die billig, dass die schnell gekauft werden. Was aber, glaube ich, eher weniger Sinn macht. Oder man behält sie später fürs eigene Appen. Wenn man dann dafür so auf irgendwas Gutes plus 9, 200 Stück braucht, käme das dann doch schon relativ schnell in Richtung, ich muss noch irgendwie was farmen, um Geld zu bekommen. Bei mir zumindest. Und ja, ich weiß, es ist nicht zum Geldmachen optimal, aber da ich eh nur Mädchens mache, ich meine jetzt den Farmer an sich, aber da ich eh nur Mädchens mache, um FBs zu bekommen, oder jetzt wie bei dem Event die Rosen und Schokolade, reicht mir der auf 35 einfach. Ist klar, ich könnte woanders viel mehr Geld mit Items, die man bekommt, machen, oder auch allgemein das Geld, das man dabei rausbekommt. Brauche ich aber nicht. Also mir reicht das hier völlig so zu bekommen, weil mit dem 35er kann ich theoretisch auch noch auf Map 2 innerhalb von 10 Sekunden da so einen Stein wegkloppen und ja. Der Typ vorhin, ich glaube, mit dem ich gehandelt habe, war eh ein bisschen cheaterisch angehaucht. Weil. Sorry, echt jetzt mal, Leute, mit Aura auf M und keinem guten Equipment haut man so einen Stein. Ich frage mich auch so schon, man haut so einen Stein eigentlich eh nicht mit Level 30 in 2 Sekunden down. Das sind dann diese typischen Attack-Speed-Tags oder was auch immer und das. Es pisst mich an, aber was will ich machen? Einen habe ich mal gemeldet. Ich habe aber auch nicht immer Bock drauf. Hört auf, mich anzugreifen. Ich will den Stein hier noch schaffen, ohne raus zu müssen. Seid brave Viecher. Brave Viecher, Viecher, Viecher. Und seit dem 24-Stunden-Farm-Event, ach nicht Event, Farm-Video bin ich ja eh gewohnt. Lange Zeit zu farmen. Das ist jetzt für mich nicht so das Problem. Das Einzige, was mich anpisst, sind die ganzen Scheißsachen, die man aus den Steinen droppt. Hier, diese ganzen, die hier zwei hoch sind, behalte ich eigentlich auch nur für den Affen, der schon wieder weg ist? Nee, ich dachte schon. Ach, Kacke, der läuft bald aus. Ich muss mir so ein Viech da besorgen. 3 Tage, 21 Stunden, 4 Minuten. Ja, eigentlich, ich hatte mal nachgeguckt, meinte ich oder dachte ich, dass er nur abläuft, wenn man ihn nutzt. Aber irgendwie scheint er dann auch so abgelaufen zu sein. Also war auch realistisch, aber irgendwie jetzt wieder scheint er nicht so abgelaufen zu sein. Es ist alles ein bisschen creepy irgendwie. Aber ja. Deswegen hatte ich die Zeit mich gerade gewundert, weil ich meine, das dürfte jetzt nur noch ein Tag und noch was sein. Das war letztes Mal schon 3 Tage noch was waren. Also läuft ein bisschen komisch ab, das Viech. Und hier, das mache ich halt die ganze Scheiße, die man hier sammelt. Oder allein auch schon die ganzen Steine. Was soll. Das habe ich. Oh, ich krieg gerade schön viele Sachen, die zwei hoch sind. Die behalte ich alle mal. Können wir mal ganz kurz unser Äffchen hier füttern. Darf dem nur, wenn er 35 ist, nichts mehr geben, weil er darf ja nicht über Level 35 kommen, sonst kann ich den nämlich nicht mehr rufen. Das dauert eh noch. Und auch häufig, wenn ich das Vieh fütter, kriege ich auch häufig raus. Das ist auch eben geil. Ich meine heraus, also das heißt herausgefunden zu haben.
Aber ich meine, dass es teilweise wirklich an Schindel 4 liegt. Ich hatte das nämlich jetzt letztens, gestern wieder. Ich habe mich Schindel 4 eingeloggt, bin rausgeflogen, habe mich sofort wieder eingeloggt, das Spiel gestartet, bin nach dem Ladebildschirm sofort rausgeflogen, bin auf einen anderen Schindel gegangen und es hat geklappt. Also wirklich, ich glaube, Schindel 4 ist, hat irgendwie eine gewisse Macke bei denen. Oh, das noch, da hinten liegt noch. Ja, da. Und vorhin. Ja, warum ich dieses Kostüm immer habe, ist. Ey, das ist der Hammer. Hier ist ein Kostüm. Auf diesen Slots, ich muss das erstmal da hinbekommen. Ist kein Scheiß. Da ist ein Kostüm, deswegen, ich kann da auch keine Items oder irgendwas hin. Oder wo ist das? Ne, hier ist das Kostüm, hier oben in der Ecke. Deswegen, ich kann keine Items dahin tun. Das geht nicht. Da ist ein unsichtbares Kostüm. Ich kann, aber auch wenn ich es rausziehe, ich kann es nicht wegwerfen. Ich kann aber auch den Platz nicht mehr verwenden. Es belegt einfach zwei Plätze meines Inventars und es ist unsichtbar. Weil ich hatte das, ich hatte so eine Kiste geöffnet, so eine Truhe der Athene. Und das Kostüm war einfach nicht da und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass bei den ersten, hier die ersten Slots nicht mehr belegt werden. Dann habe ich das nach da hinten geholt, das Ding. Probiert wegzuwerfen. Ich habe alles mögliche ausprobiert. Es ist einfach unsichtbar. Da belegt mein Inventar. Das hatte ich auch hier bei Mädchen zu machen, hatte ich halt die Truhe geöffnet, hatte in dem Moment dann noch irgendwas parallel dazu aufgehoben und irgendwie hat sich das nicht vertragen und hat sich dann so verbuggt. Ja, und das ist total scheiße. Ohne Witz, das pisst mich richtig derbe an. Die obersten Sachen hier behalte ich auch nur, damit die nicht ständig mein Inventar, also die, ich muss die nicht ständig rauswerfen, davon droppe ich eh 1000 Stück. Hallo, Sachen aufhören. Einfach alles aufsammeln. Y-Spam bis zum geht nicht mehr. Ich gucke, sonst verkaufe ich so ein paar Switcher-Truhen. Ich denke so, wenn ich die 500.000 anbiete, 200 Stück, werden die schon recht schnell genug gekauft, dass ich wenigstens Rosen und Schokoladen kriege ich noch zusammengefahren. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich bekomme einfach 1000 Mal mehr Schokolade als Rose. Hier ist auch wieder, was habe ich hier jetzt diesmal wie gar nichts dabei. Ich bekomme einfach die Rosen nicht. Also nicht so oft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich werde gucken, dass ich mir jetzt noch 200 Schokoladen zusammenfarme. Ups, da ist ein FB. Und dann die restlichen kaufen werde. Komme ich nicht drum rum. Cheatet der oder spielt der nochmal? Ja, komm, hau mich einfach weg. Richtig, richtig, ja. Geh einfach zu meinem Stein und hau mich. Das ist ein Top-Plan. Was ein Idiot. Was schafft der keinen eigenen? Ey, der Hammer. Die Viecher ficken mich immer gerade. Das hatte ich auch letztens so ein Typ, der irgendwie meinte, immer wenn ich einen Stein angefangen habe, ist der dazugekommen. Also das war so ein Lowy-Typ, der war total unterlevelt für die Steine und hatte kein gutes Equipment, hat die allein nicht geschafft. Also immer wenn ich einen gemacht habe, ist er angekommen und hat da einfach mit draufgeschlagen. Und da bin ich einmal, da hatte er einen angefangen, bin ich auch einfach dazugegangen, wo er direkt meinte, ey, verpiss dich, ist mein Stein. Ja, die Aussprache ist jetzt dazu passend gewählt worden. Zu seiner Wortwahl. Aber naja, machen wir noch den Stein und beenden dann Part 6.5. Bei 6,5. Weil es ist ja kein eigener Part, es gehört nicht zum Ninja und deswegen ist es nur ein Zwischenpart. Ich denke, ich mache alle Zwischenparts, die nicht direkt damit zu tun haben, nenne ich dann so mit diesen Zwischennummern irgendwie. Muss ich mal gucken. Mal gucken, wie viel es davon überhaupt geben wird, wie viele Videos es überhaupt auf dem Server geben wird, wann ein neuer Server kommt und all solche Sachen. Na komm, einen machen wir noch. Einer geht noch. Ein Stein geht noch. Aber irgendwann fängt auch DE an, wo ich auch schon überlegen bin, ob ich überhaupt den Körperkrieger wirklich mache. Ich hatte so viel Ninja-Equipment und habe es alles gegen Krieger-Equipment getauscht. Teilweise habe ich aber auch noch Ninja-Equipment, so bis Level 40 oder so. Auch mit Bonis und allem, also das schon, dass man es auch länger nutzen kann. Dürfte jetzt also nicht das größte Problem sein. Da kann ich noch frei entscheiden, wie ich es im Endeffekt machen möchte. Aber naja, der Typ von der ist, glaube ich, jetzt abgehauen. Ja, und der hat gemerkt, der kann mich nicht machen. Und ist weg. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mit dem Ninja weitergeht. Und ich hoffe, ich kriege heute noch hier genug Schokolade zusammen. Dann kaufe ich nämlich die restlichen Rosen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.